Und damit ein herzliches Willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Zeuserix und ich leite den ganzen Bums hier. Und heute möchte ich so ein bisschen über Star Wars Outlaws widersprechen. Bleibt dafür gerne am Start, wenn ihr bezüglich Star Wars Outlaws nichts mehr verpassen wollt. Dann auch gerne mit einem Abo, um wirklich auf dem Laufenden zu bleiben. Ich habe jetzt schon einiges zum Spiel gesagt und wenn ich meine YouTube-Kollegen so angucke, dann gehen die ja nochmals detaillierter auf Informationen ein, wo ich eigentlich der Meinung bin, dass es ziemlich selbsterklärend ist oder dass ich es dem einen oder anderen noch selbst überlassen möchte, die ein oder andere Entdeckung zu führen, denn gerade so Videos von dem Lieblings-YouTuber können dann oft dazu verleiten, sich dieses Video anzugucken und hinterher bereut man es dann doch, weil vielleicht eine Information gesagt worden ist, die man so mitbekommen hat, die man dann vielleicht doch hätte lieber selbst entdecken wollen. Aber heute habe ich für euch ein paar Tipps und Tricks, die auf jeden Fall nichts vom Spiel spoilern oder sonst irgendwas. Bleibt dafür auf jeden Fall am Start. Doch bevor wir zu den Informationen kommen, möchte ich nochmals darauf hinweisen, möchtet ihr gerne bei einem Livestream dabei sein oder mit mir live interagieren, Fragen stellen, Tipps und Tricks direkt haben wollen, dann schaut doch gerne auf twitch.tv/Zeuserix vorbei, da sind wir immer wieder live. Ich habe mich dazu entschieden, dort dann halt eher live zu sein, als jetzt parallel auch noch auf YouTube zu sein, einfach weil ich das für die allgemeine Struktur des Kanals oder der Kanäle deutlich besser finde und weil die Interaktion auf Twitch dort einfach angenehmer sind und gerade auch Drops, ihr die Möglichkeit habt, durch Drops auf Twitch an Items in Star Wars Outlaws zum Beispiel zu kommen, die ihr sonst gar nicht auf YouTube bekommen würdet oder im Spiel. Also wie gesagt, wenn ihr da auf dem Laufenden bleiben wollt und auch gerne mal mit mir live interagieren wollt, twitch.tv/Zeuserix. Kommen wir nun aber zu den Tipps, die ich euch im Spiel geben möchte und sie sind alles ein bisschen anders, als ihr euch das Ganze jetzt vorstellt, aber bleibt gerne dran, denn wichtig ist es trotzdem. Den ersten Tipp, den ich euch geben möchte, ist einfach die Art und Weise, wie ihr ebenfalls reisen könnt. Wir können immer wieder zu unserer Bahnbrecher gehen, zu unserem Raumschiff und vom Planet zu Planet reisen. Manchmal ist es aber ja tatsächlich so, dass wir Aufträge haben, die wir eigentlich schnell abarbeiten wollen oder wir schnell von dem einen zu dem anderen Planeten wollen. Und die schnellste Art zu reisen ist die Schnellreise. Ja, ihr habt die Möglichkeit im Spiel nicht nur innerhalb des jeweiligen Planeten oder einer jeweiligen Stadt zu reisen. Ihr könnt auch einfach durchdrücken des Touchpads und dann das Ganze halt im Rauszoomen, also eure Karte öffnen und herauszoomen. Dann seid ihr in dem Orbit des jeweiligen Planeten. Ihr könnt aber noch viel weiter rauszoomen, so dass ihr nämlich die komplette Galaxie seht, die euch zur Verfügung steht und somit eben die einzelnen Systeme. Und wenn wir jetzt der Meinung sind, okay, wir wollen jetzt was erledigen oder müssen was erledigen auf Torshara, dann gehen wir eben auf das Torshal-System, öffnen den Ort eben und sind dann im Orbit von Torshal und können dann eben den Planeten Torshara zum Beispiel anwählen, den Ort wiederum öffnen und uns dann auswählen, wo wir der Meinung sind, ach, da wollen wir jetzt einfach mal hin. Sagen wir jetzt einfach mal, ja, pauschal wollen wir jetzt hier hin, Schnellreise nach Crimson Dawn und landen dann aber auch instant in Crimson Dawn, also nicht irgendwie einem Raumhafen des jeweiligen Planeten oder so, nein, sondern direkt zu dem Punkt, wo wir auch hinreisen wollen, finde ich persönlich eigentlich wirklich sehr coole Sache, erleichtert so ein bisschen spielerische Tätigkeiten im Spiel, damit man auch so ein bisschen schneller voranschreitet. Den nächsten Tipp, den ich euch geben möchte, ist eigentlich gar nicht so viel und zwar muss man dazu sagen, es gibt zahlreiche Videos auf YouTube, die euch sagen, das ist die beste Ausrüstung oder das ist die beste Ausrüstung, tut dies nicht oder tut jenes nicht, macht dies nicht falsch oder macht jenes nicht falsch. Genau genommen könnt ihr eigentlich aber vieles davon ignorieren. Ja, ihr könnt theoretisch gesehen auch dieses Video ignorieren und einfach weiterschalten und euch irgendwie eure Zeit sinnvoller nutzen. Ich möchte euch einfach nur dazu sagen, ihr habt euer kriminelles Netzwerk und da haben wir unsere Syndikate und Kartelle mit den verschiedenen Attributen und mit den verschiedenen Belohnungen, die sie bekommen. Man kann da lediglich so ein bisschen drauf hinweisen. Wollt ihr ein sehr actionreiches Gameplay irgendwo haben und dann könntet ihr am besten das Outfit oder die Ausrüstung vom Hutten-Clan wählen. Ihr müsst diesbezüglich eben voll sein, auch ausgezeichnet, um überhaupt Zugriff auf diese Ausrüstung zu haben und dabei erhöht diese Ausrüstung jetzt eben die Magazingröße von erbeuteten Waffen. Bedeutet Waffen, die ihr im Spiel aufsammelt und so weiter, die haben dann nochmals mehr Munition. Wir wissen, wir erinnern uns, die Munition können wir eben nicht nachladen bei Waffen, die wir aufheben. Bedeutet eben, es wäre natürlich vom Vorteil, eine coole Waffe zu finden, die ein bisschen mehr Wumms hat, die aber dann länger nutzen zu können. Und das kann man eben erhöht die Magazingröße von erbeuteten Waffen. Gleichzeitig haben wir aber auch hier verringert den durch Blaster und Schusswaffen erlittenen Schaden. Und ich blende euch das Ganze, wie gesagt, nochmals eben ein, dass wir einmal hier unsere Cam auch ausschalten. Also hier könnt ihr das Ganze jetzt nochmals
gut sehen und verringert eben, wie gesagt, den durch Blaster und Schusswaffen erlittenen Schaden. Persönlich finde ich, ist eigentlich irgendwo, ist es für den meisten, glaube ich, die beste Ausrüstung im Spiel, denn wenn man das Ganze halt ausgerüstet hat, kommt nochmal obendrauf, erhöht das für mit Granaten besiegte Gegner erhaltene Adrenalin deutlich. Adrenalin ist eben das, was ihr anwählen könnt, wenn ihr, wie gesagt, bei Red Dead Redemption 2 war das auch eben, dieses Dead-Eye-System, also die Möglichkeit eben mehrere Gegner anzuwählen in Zeitlupe und die dann nacheinander auszuschalten, gewährt eine Granate für jeden Gegner, der während eines Adrenalinschubs besiegt wurde. Gleichzeitig ist diese Ausrüstung aber auch sehr cool, wenn wir mit in den Fähigkeiten reingehen und ihr auf Kijimi die Söldnerin freigeschaltet habt, dann habt ihr nämlich auch das Talent, beziehungsweise ja, ich nenne es mal Talent einfach, gefällt mir freigeschaltet, die Funktion gefällt mir freigeschaltet und die erhöht nochmals die verfügbare Munition aufhebbarer Waffen um ca. 25%, was dann ja nochmals einen Boost verleiht und ihr deutlich länger mit den Waffen halt klarkommen könnt. Das finde ich persönlich ist einfach sehr gut. Ich weiß auch, dass hier unten zum Beispiel die Revolverheldin sehr viele coole Sachen hat im Schussverfahren, die ihr auf jeden Fall freischalten solltet. Also wie gesagt, ihr könnt das ja hier auf der Karte anzeigen lassen, wo ihr halt hin müsst. Das wäre dann jetzt im Pierbinde der Revolverheldin. Aktuell verfolge ich diese Quest aber nicht, weil ich aktuell den Punkt im habe, dass ich zum Beispiel, ich mir das so aufgebaut habe, Syndikat nach Syndikat. Ich hatte Crimson Dawn auf ausgezeichnet und habe mich dann dem Ashiga-Clan gewidmet. Da fehlt jetzt nur noch ein Auftrag, den ich immer erledige. Und dann würde ich dementsprechend, wie gesagt, mir den Boni von dem Ashiga-Clan halt weggenommen haben. Und dann würde ich mir das nächste Syndikat vornehmen. In diesem Fall höchstwahrscheinlich das Pike-Syndikat. Denn auch das Pike-Syndikat hat wirklich eine coole Ausrüstung einfach. Wenn man nämlich mal hier guckt, erhöht die Menge des erhaltenen Adrenalins nach einem Treffer mit Case Blaster und erhöht den Schaden des Power-Moduls, erhöht aber auch gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit, nicht von Imperialen entdeckt zu werden und deine Gesuchsstufe nimmt deutlich schneller ab. Also wenn man da irgendwie mit denen in Probleme geraten ist, dann ist das deutlich angenehmer. Es kann aber auch sein, dass ich mit dem Hattenkartell halt einfach annehme, um da dann schnell möglichst diese Ausrüstung freizuschalten. Weil ich persönlich finde, das Hattenkartell hat eigentlich streng genommen die beste Ausrüstung im Spiel für diejenigen, die wirklich große Haut-drauf-Action haben wollen. Weil Crimson Dawn ist zum Beispiel mehr so das Stealth-Paket, was man hier bekommt. Denn du hältst eine große Menge Adrenalin, wenn du jemanden aus dem Hinterhalt niederschlägst. Also wenn wir eben die Gegner sehr stealth-lastig poken, erhöht die Wahrscheinlichkeit, unentdeckt zu bleiben. Also wie gesagt, auch da von deinen Rauchbomben beeinträchtigte Gegner laden jetzt Betäubungsschuss auf. Das Treffen eines Gegners mit einem Betäubungsschuss setzt die Abklingzeit von Rauchbomben wieder zurück. Also wie gesagt, das ist eher so das Ding, was sehr stealth-lastig vorgeht. Wobei ich sagen würde, Rauchbomben und stealth-lastig ist irgendwie nicht so das Ding. Aber es sieht auch ganz schnieke aus, muss ich sagen. Und daher bin ich das Ganze als erstes angegangen. Aber ihr habt hier keine Möglichkeit, beziehungsweise keiner kann euch sagen, was ihr wirklich tun solltet und keiner kann euch sagen eigentlich, was die beste Ausrüstung im Spiel ist. Ihr müsst das halt selber angehen. Was ich euch auf jeden Fall für einen Tipp geben kann, ist, sorgt nicht dafür, dass ihr bei einem Syndikat-Video auf ultimativ schrecklich seid. Für mich ist zum Beispiel ein Erkunden auf Torshara aktuell absolute Hölle, weil sie wirklich sofort bei einem sind und man noch gar nicht die Möglichkeit hat, irgendwie groß vernünftig zu erkunden. Also sorgt wirklich dafür, dass Hattenkartell oder dass die Kartelle auf schlecht sind. Schlecht ist soweit okay, dass man sagen kann, ja, gehst du halt in deren Gebiete rein, dann jagen sie dich. Aber es ist nicht so, dass du auf den Planeten kommst und gleich findet eine komplette Jagd gegen dich statt. Wenn ihr auf den verschiedenen Planeten seid, guckt einfach mal, dass ihr die Essensstände auf jeden Fall besucht. Denn jedes Leckerli, was ihr halt mitnimmt für nix, beziehungsweise jedes Essen, was ihr mitnimmt, gibt nix so kleine Attribute, so Fähigkeiten. In diesem Fall zum Beispiel hat das Dura dann Suppe, nix kann mehrere Gegner gleichzeitig ablenken, allerdings mit reduzierter Reichweite oder hier nix lenkt Gegner jetzt länger ab. Also auch das kann man eben ausrüsten und das bekommt man eben dadurch, dass man eben an diese Essensstände rangeht. Wenn ihr da absolut keine Lust drauf habt und sagt, ja, aber dieses ganze Quicktime-Events-Ding, oh, dann mit dem Essen. Ihr könnt das Ganze in den Einstellungen, und zwar in Einstellungen unter Spiel, habt ihr die Möglichkeit, das Ganze auch auszuschalten. Also ihr habt hier wirklich mehrere Möglichkeiten, das Spiel halt zu beeinträchtigen. Und ihr habt natürlich auch dann die Möglichkeit, gerade nix Eingabeaufforderungen
diese dann halt an, könnt ihr einfach auch ausschalten und habt dies dann eben wieder nicht und könnt ganz normal durchstarten. Zu guter Letzt kann man wirklich eigentlich nur sagen, spielt das Spiel auf eurer eigenen Art und Weise. Es gibt bei diesem Spiel wirklich kein richtig oder falsch. Es gibt bei diesem Spiel keine, das ist die beste Waffe, und es gibt auch kein, das ist die beste Ausrüstung. Das Spiel ist wirklich so aufgebaut, dass solche Dinge fehlen. Unsere einzige Waffe ist der Blaster eben, und alle anderen Waffen können wir halt aufheben. Bedeutet, es gibt in dem Sinne keine, das ist die beste Waffe, holt euch diese unbedingt. Gibt es nicht, und genauso gut ist das bei den Syndikaten. Jede Ausrüstung, die ihr da habt, ist wirklich auf einem verschiedenen Spielstil ausgelegt. Also nicht so, dass diese Ausrüstung jetzt die beste im Spiel ist. Wenn ihr einen komplett anderen Spielstil eigentlich verfolgt, dann wird euch diese Ausrüstung rein gar nichts bringen, zum Beispiel. Oder. Also das ist wieder den Tipp, den ich euch geben kann. Genießt einfach wirklich dieses Spiel. Hört wirklich diversen Gesprächen zu, weil so kommt ihr immer wieder an Informationen auch dran. Taucht in diese Spielwelt einfach ein. Die ist halt wirklich so aufgebaut, dass man sich auch mal irgendwo wieder hinsetzen kann, zuhören kann. Man bekommt auch Ausrüstung zum Beispiel, die teilweise besser ist bei Händlern. Und selbst da ist es nicht immer einfach, ein Video darüber zu machen, weil man wieder das gerade bei einer eigenen Session mitbekommen hat oder eben nicht. Da kann ich auf jeden Fall, wie gesagt, nur den Tipp geben, einfach mal gerne auf twitch.tv/Zeuserix vorbeischauen. Da bin ich halt immer wieder mal live und auch mit Star Wars Outlaws. Und dann kann man da besser drüber quatschen und man sieht vielleicht auch dann direkt, ach so, die Ausrüstung gibt es bei den und den Händlern, weil sie diese Ausrüstung eben nicht immer haben, beziehungsweise wenn ich sie dann gekauft habe, ist sie dann zum Beispiel auch nicht nochmals wieder da. Bedeutet einfach, es ist dann schwierig für euch, beziehungsweise euch das Ganze auch eben zu zeigen, denn es gibt eben Ausrüstung im Spiel, wie gesagt, die bekommt ihr eben einfach so im Spiel, und auch das sind dann wieder Sets, um einfach hier zu gucken. Auch hier zum Beispiel gibt es eben die gesetzlosen Jacke, und du erhältst Adrenalin, wenn nichts erfolgreich ist, keine Aktion durchführt, Adrenalin über Zeit, solange in deinem Kampf bist und so weiter. Das sind eben Sets, die ihr so bekommt. Auch dieses Set hier zum Beispiel, Debis Weste von Moldu, die habe ich bekommen auf Akiva einfach beim Händler. Und so kann man das nach und nach weitergehen. Und hier ist zum Beispiel eine dicke Jacke, verringert den durch Blaster und Schusswaffen erlittenen Schaden. Also trage ich das hin, kann ich deutlich mehr einstecken. Also aber es sind alles Sachen, die ihr nur bekommt, die Händler und so weiter besuchen. Und da kann man nicht wirklich ein Video drüber machen. Spielt dieses Spiel wirklich komplett auf eurer eigenen Art und Weise. Und ich glaube, dann ist das wirklich ein ganz guter Tipp, den man euch geben kann. Aber wie gesagt, wenn ihr mehr von Star Wars Outlaws sehen wollt, folgt dem Kanal. Denn gerade auch so bei die Season Pass Inhalte anfangen und so weiter, wird natürlich deutlich mehr wieder kommen. Aber ich möchte jetzt auch nicht irgendwelche Spoiler oder irgendwelche Videos machen, wo ich jetzt sage, das ist eigentlich ziemlich sinnlos, das jetzt zu machen, weil das würde jeder so oder so selber erfahren, beziehungsweise ist es einfach selbst erklären. Und der Kanal soll jetzt nicht ganz so drauf hinauslaufen, nur auf Klicks aus zu sein. Klar, möchte man diese Klicks haben, am Ende ist es ein Hobby, von mir, womit ich auch erfolgreich sein möchte, und der Erfolg kommt halt durch sowas, indem man mehr Aufrufe für sein Video generiert und dadurch die Reichweite im Allgemeinen eben erhöht, damit mehr Leute auf einem aufmerksam werden. Aber wie gesagt, letzten Endes ist es, glaube ich, dann nicht die Art und Weise, wie ich meinen Kanal führen möchte. Daher den Tipp, es gibt eigentlich keine richtigen Hardcore-Tipps. Ich habe ein wichtiges Video gemacht mit Anfänger-Tipps. Das ist auf jeden Fall gut, das solltet ihr euch anschauen. Alles andere nochmal dieses Video, und ich denke mal, damit seid ihr gut abgedeckt. In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, mach's gut, ciao, euer Zeus.